In unserem Online-Marketing-Seminar gucken wir uns die vier großen Themenblöcke des digitalen Marketings an. Der erste Themenblock ist das Thema Suche. Wie kann ich als Unternehmen gefunden werden und zu meinen speziellen Keywords am Ende auch eine gute Position bei Google erreichen? Sollte das nicht gelingen, gibt es die zweite Möglichkeit in diesem Themenblock, nämlich wie kann ich Werbung schalten. Auch das gucken wir uns im Detail an. Wir gehen da bis auf die Kampagnenebene runter und ich zeige euch, wie man am Ende auch Kampagnen anlegen kann. Der zweite große Themenpunkt ist das Thema Social Media. Dort gucken wir uns schwerpunktmäßig das Thema Facebook an. Und auch dort wieder, wie kann ich über Facebook meine Zielgruppe erreichen oder, wenn ich das nicht schaffe, meine Zielgruppe aufbauen über Werbung. Auch dort gehen wir wieder auf Kampagnenebene runter und gucken uns dort mit einem Mini-Exkurs auch an, wie ich Kampagnen auf Instagram anlegen kann. Der dritte große Themenblock ist das Thema Messung. Wie kann ich die entsprechenden wichtigen Kennzahlen für mein Unternehmen aus einem Google Analytics herausziehen? Wie kann ich sie interpretieren? Und wie kann ich am Ende auch messen, wie der Werbeerfolg zustande kommt und ob meine Kampagnen, die ich angelegt habe, tatsächlich erfolgreich waren. Das nennt man im Übrigen Konvertieren und das leitet über zu dem vierten großen Punkt, nämlich wie kann ich meine Webseite programmieren, dass am Ende Erfolg auch entsteht und welche Feinheiten gibt es dort, um zum Beispiel Usability, so nennen wir das, zu erzielen, also dass der Kunde sich auf meiner Webseite tatsächlich wohlfühlt. Dieses Seminar richtet sich an Menschen, die häufig den Eindruck haben, boah, ich kenne eigentlich schon einige Disziplinen, aber ich weiß überhaupt nicht, wie sie zusammenhängen. Das heißt, wir stellen in diesem Seminar Kontext her, Kontext zwischen den einzelnen Disziplinen. Wir gehen aber auch noch auf die Grundlagen ein, sodass auch Leute, die relativ wenig Vorabwissen haben, sich auch sehr gut aufgehoben fühlen bei mir im Seminar. Mir ist es wichtig, dass ihr alle nach Hause geht am Ende des Seminars und den Mut besitzt, mit euren Dienstleistern auf Augenhöhe zu sprechen oder auch den Mut besitzt, die Dinge selbst umzusetzen, sei es in eurer Firma oder, wenn ihr das nicht könnt, im privaten Kontext, dass ihr euch einen Blog anlegt zum Beispiel und anfangt, Dinge, die ihr hier in dem Seminar gelernt habt, auch selber zu implementieren.